ist schon richtig schön heiß. Hinter mir ist es zwar noch sehr leer, also Kaya liegt hier und sonnt sich. Es gibt ja auch immer diejenigen, die meckern über das Wetter. Es ist ein Tag mal heiß, 30 Grad und schon fangen die ersten an zu meckern. Ob jetzt das Meckern überwiegt oder ob die Gladbacher das toll finden, das sehen wir jetzt. Also ich liebe Sommer. Also das kann man ruhig ertragen, ein paar Mal im Jahr. Alles unangenehm ist, viel zu heiß für die Verhältnisse normal. Wenn es schwül ist, wird es unangenehm, ja, aber heute ist es schön. Was ist so toll an der Hitze, dass man an die Blaue Lagune fahren kann und sich da schön hinlegen kann und sich auf die Luftmatratze schmeißen kann? Das macht nämlich richtig Spaß bei dem Wetter. Sonnenbrille, kurze Rücke. Macht Spaß, draußen zu sein. Luft, besser als irgendwo im Büro zu sitzen. Die Hitze ist hässlich für mich. Ich kann die nicht ertragen. Das ist die schlimmste Zeit für mich. Ich liebe Hitze und ich finde, das macht die Laune schön und gut. Ich freue mich auf heute Abend, ja, dass ich mich frei machen kann und im Garten liege. Wer frei hatte, der konnte die 36 Grad heute schon im Freibad genießen. Lass uns baden gehen. 36 Grad, denn es wird noch heißer. Macht den Beat nie wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator. Das Leben kommt mir gar nicht hart vor. 36 Grad. Ein Ende der Hitzewelle ist noch nicht in Sicht. Im Gegenteil, am Wochenende werden es bis zu 40 Grad. Da braucht man doch auch ab und zu mal eine Abkühlung. Abkühltipps? Ja, Eiswürfel. Wohin damit? Oh, die kann man eigentlich überall runterlaufen lassen. Das kühlt immer sehr schön ab. Zitronenwasser. Das tut immer gut. Die Jalousien runter und schön zu Hause im Kühlen sitzen. Kurze Sachen. Ins kalte Wasser springen. Eis, Schwimmbad. Ja, unter eine kalte Dusche stellen. Das ist doch wunderbar. An den See fahren, mit Freunden, ein bisschen rumhängen. Aber eigentlich bin ich so jemand, der die Rollladen runterlässt und sich verkriecht im Schatten. Ja. Ja gut, verkriechen ist eine Möglichkeit. Oder man nutzt das tolle Wetter aus. Denn der Herbst kommt ja schließlich schnell genug. Auf jeden Fall in Urlaub fahren, haben wir uns vorgenommen, Schatz, oder? Ja. Ganz viel die Sonne genießen, schwimmen gehen, mit Freunden grillen. Ich denke, im Garten liegen oder im Café sitzen. Ich muss ein bisschen Devisen nach Griechenland bringen, damit die noch ein bisschen den Euro behalten dürfen. Ich warte schon auf den Winter.